sind wir jetzt beim Tagesordnungspunkt 8.4, Novelle der Straßenverkehrsordnung in Dresden schnell umsetzen. Ein Fraktionsantrag, Fraktion Die Linke. Herr Wirz bringt ihn ein. Bitte sehr, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, der Bundesgesetzgeber hat über den Bundesrat am 14. Februar letzten Jahres bereits eine Novelle der Straßenverkehrsordnung erlassen. Dies geschieht in regelmäßigen Abständen, hat manchmal nur geringe Bedeutung, diesmal aber doch einige Dinge, die wir hier im Stadtrat aufgegriffen haben. Wir wissen ja, dass wir im Straßen- und Tiefbauamt und in weiteren beteiligten Verwaltungseinheiten ein vom Stadtrat beschlossenes und sehr langfristig umzusetzendes Radfahrkonzept verwirklichen. Der Radverkehr hat in der Landeshauptstadt Dresden Aufholbedarf. Wir müssen mit dem Bedarf, mit den Kapazitäten mithalten, wir müssen ihn modernisieren und wir müssen vor allen Dingen auch die Sicherheit im Radverkehr erhöhen, was uns auch die Unfallstatistiken zeigen. Insofern waren es ganz interessante Dinge, die uns mit an die Hand gegeben worden sind und die aber nicht im Radverkehrskonzept drinstehen können, weil es eben den technischen Stand von vor 5 bis 10 Jahren widerspiegelt und eben nicht den zeitgenössischen Stand, was die Gesetze jetzt möglich machen. Insbesondere auch Bestandteil unseres Verkehrsentwicklungsplanes und des Radverkehrskonzeptes die Frage, wie gehen wir mit Verkehrsberuhigung um in Wohngebieten, in Gebieten, wo viele Fußgänger unterwegs sind, zum Beispiel auch in Gebieten, die aufgrund auch etwas geringeren Motorisierung pro Kopf der Bevölkerung, pro Familie ein Interesse haben, im Prinzip Autoverkehr ein bisschen rauszuhalten. Es war immer in der äußeren Neustadt. Das Gespräch autofreie Neustadt, das lässt sich nicht verwirklichen, weil die Zugänglichkeit von Firmen, prinzipweise auch die Zufahrtsmöglichkeiten für Geschäfte bestehen bleiben muss. Insofern hat uns der Gesetzgeber hier die Radfahrzone an die Hand gegeben, die auch bei Bedarf mit motorisierten Individualverkehr freigegeben werden kann mit einem Zusatzschild. Das heißt, hier genießt dann der Radverkehr einen gewissen Vorrang und trotzdem kann untergeordnet unter dem Radverkehr zugefahren werden. Damit wäre im Prinzip auch der Konflikt einer vollkommenen Nichtzufahrt durch motorisierte Fahrzeuge gelöst. Im zweiten Punkt unseres Antrages hätten wir gern weitere Gebiete der Landeshauptstadt Dresden untersucht. Es muss nicht immer die große Stadtteil sein. Es reicht im Prinzip für eine Radfahrzone schon im Prinzip eine Straßenkreuzung, also ein Zweistraßensystem, um dort sozusagen mal einen gewissen Vorrang zu schaffen, Verkehrsberuhigung zu schaffen und einen Bereich, wo der Radverkehr im Prinzip mal frei vom Autoverkehr unterwegs sein kann. Im Punkt 3 geht es uns darum, es gibt ein neues Überholverbotszeichen, das ist im Prinzip das Verbot, Zweiräder zu überholen. Das ist in Kombination zu sehen auch mit der verbindlich geltenden Vorschrift, dass es neuerdings ganz klar festgelegte Abstände beim Überholen gibt. Wir müssen 1,50 Meter mit Kraftfahrzeugen einhalten beim Überholen von Zweirädern in der Innenstadt, 2 Meter außerhalb der Stadt. Dieses Verkehrszeichen ist besonders dann geeignet, Konflikte zu umgehen, auch Überholversuche zu umgehen, wenn die Verkehrssituation unübersichtlich ist und wenn die Wegführung zu eng ist. Ein Beispiel dafür ist das Blaue Wunder in seiner jetzigen Verkehrsaufteilung. Dort kommt es oft zu Abdrängen von Radfahrern auf der Fahrspur Richtung Loschwitz. Dort müsste entweder der Autoverkehr über die Doppellinie fahren, was er nicht darf, oder er muss den Radfahrer bedrängen. Vielfach sind auch Autofahrer dort der Auffassung, dass der Radverkehr auf den Fußweg gehört, wo er nicht fahren darf. Und dort wäre zum Beispiel dieses Schild eine gute Zwischenlösung, bis dann endlich mal vielleicht die Radfahrstreifen angelegt werden. Ein weiterer Punkt ist der neue grüne Pfeil für den Radverkehr. Hier soll ähnlich dem grünen Pfeil für den Autoverkehr die Möglichkeit geschaffen werden an Kreuzungen, dass im Prinzip nur der Radverkehr abbiegen kann, wenn es die Verkehrssituation erlaubt, auch wenn die Ampel geradeaus rot zeigt. Insofern ist das
keine Behinderung des Autoverkehrs, sondern gerade eine gute Möglichkeit bei abbiegenden Radwegen, dort störungsfrei, im Prinzip ohne dass der Autoverkehr gestört wird, dem Radfahrer im Prinzip die Möglichkeit zu geben, bei freiem Radweg die Situation zu nutzen, die Wartezeiten zu verringern. Punkt 7 betrifft im Prinzip Carsharing, weitere Innovationen in der Straßenverkehrsordnung, über die berichtet werden soll. Punkt 8 natürlich Beteiligung der Öffentlichkeit, weil natürlich auch wichtig ist, dass diese Dinge sich herumsprechen. Wir haben diesen Antrag in 22 Gremien vorgestellt, er ist überwiegend angenommen worden, auch im Bauausschuss. Insofern bitte ich auch um Ihre Zustimmung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wörz, für die Einbringung des Antrags. In der Fraktionsrunde beginnt die SPD. Kein Bedarf, FDP? Keine Meldung, Freie Wähler? Auch nicht, Bündnis 90 Grüne, Frau Krause? CDU-Fraktion, Herr Böhm? Bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich ist es ein wichtiges Thema, dass die Novellierung der StVO auch in Dresden schnell umgesetzt wird. Dazu bedarf es allerdings keines Antrags der Linken, sondern die Verwaltung hat uns klar signalisiert, dass nach Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten entsprechende Prüfungen und Umsetzungen vorgenommen werden. Dabei wurde uns aber auch ganz klar auf die knappen Ressourcen hingewiesen. Der Antrag ging durch alle Stadtbezirke und Ortschaften und beinhaltet nun ein Sammelsurium an Ideen, Wünschen und Vorschlägen. Es gab Zustimmung und es gab Ablehnung. Wenngleich die ein oder andere Maßnahme auf den ersten Blick möglicherweise sinnvoll erscheint, ergibt sich insgesamt für die Verwaltung ein immenser Prüfaufwand, welcher unnötige Umsetzungsressourcen bindet. Die Maßnahmen sind zudem willkürliche Rosinenpickerei, hinzukommt, dass diverse Punkte auf verkehrsrechtliche Anordnung hinauslaufen, welche nicht in der Kompetenz des Stadtrates liegen. Hinzu kommt, dass wir mit immer neuen Prüfaufträgen und Änderungswünschen sicherlich das Radverkehrskonzept nicht unbedingt beschleunigen. Sehr sinnvoll finden wir eine Anregung der Ortschaft Oberwartau im Hinblick auf den konkreten Fußgängerüberweg zur Verbesserung der Schulwegsicherheit und hinsichtlich eines Radweges. Dieses Anliegen werden wir unterstützen, den Rest werden wir ablehnen. Danke. Vielen Dank, Herr Böhm. AfD-Fraktion? Kein Bedarf. Dann sehe ich im Moment auf der Liste keine Wortmeldung. Herr Wörz, Schlusswort? Bitte sehr. Moment, Herr Böhm, wenn ich Herrn Wörz das Wort für Schlusswort erteile. Okay, gut, alles klar. Dann das Schlusswort bitte, Herr Wörz. Ja. Ja, kurz auf Herrn Böhm einzugehen. Ihre, wie man sagen, gänzliche Ablehnung des Antrages bis auf einen Punkt, der im Prinzip durch den Ortschaftsrat Oberwartau hereinkommt, ist insofern enttäuschend, dass ja auch im Prinzip gerade in der Altstadt und in der Neustadt die im Prinzip Stadtbezirksbeiräte der CDU durchaus zugestimmt haben. Insofern überfahren Sie Ihre eigenen Stadtbezirksbeiräte und außerdem haben wir alle verbindlichen Pflichten aus diesem Antrag herausgenommen. Es gibt keine festen Termine. Es gibt die Bitte im Prinzip um eine Berichterstattung im Jahr. Und ich denke mal, dass es an der Verwaltung gut ansteht, bei einer Innovation des Gesetzgebers auch im Prinzip der Bevölkerung der Stadt, den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft zu legen, was sie denn damit gemacht hat. Insofern ist es eigentlich eine Ermunterung zu dem, was die Verwaltung so und so tun wird, und eine Interessenbekundung, dass wir Sie dabei unterstützen. Insofern ist Ihre Ablehnung da ein Stück weit abseits von dem, was wir auch in den Stadtbezirken, in den Ortschaften erlebt haben, die diesem Antrag überraschend aufgeschlossen waren. Insofern empfehle ich Ihnen außerdem diese Innovation aus der, die Novellierung geht ja auf eine CDU-SPD-Regierung zurück und Sie wollen uns doch wohl nicht sagen, dass Ihre Regierung uns hier etwas Schlechtes aufgeschrieben hat, was nicht praktikabel ist, was einen Verwaltungsaufwand verursacht. Insofern enttäuscht mich gerade von Ihrer Seite das Abstimmungsverhalten und ich bitte Sie, in sich zu gehen, über Ihren Schatten zu springen, dem zuzustimmen, weil ansonsten sagen Sie, dass wir
in der Landeshauptstadt Dresden nicht mehr Radverkehrssicherheit brauchen auf dem Stand der Gesetzgebung. Und das halte ich für falsch. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wirz. Ich würde jetzt für die Abstimmung um Aufmerksamkeit bitten, dass wir zunächst etwas sortieren. Wir haben einen federführenden Ausschussbericht. Der Antrag besteht aus 8 Punkten. Im federführenden Ausschuss gab es auch eine punktweise Abstimmung, bei dem 7 Punkte zugestimmt worden sind und der Punkt 4 wurde abgelehnt. Sollen wir jeden einzelnen Punkt des federführenden Ausschusses abstimmen oder kann man sie irgendwie bündeln? Einzeln, gut. Dann bereiten wir uns auf die Abstimmung der 8 Punkte aus dem federführenden Ausschuss vor. Was bedeutet? 7-mal heißt Zustimmung, auch Zustimmung zum Inhalt. Beim Punkt 4 würde Zustimmung zum federführenden Ausschussbericht bedeuten Ablehnung des Antrags. Wir beginnen mit dem Punkt 1 des federführenden Berichtes. Bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 33 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Ich rufe auf den Punkt 2 des federführenden Ausschussberichts bzw. Antrags. Wer dem zustimmt, bitte um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 33 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Ich rufe den Punkt 3 auf und bitte Sie um das Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 32 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Wir kommen zu Punkt 4. Hier würde eine Zustimmung zum Ausschussbericht die Ablehnung des Antrags bedeuten. Ich bitte um das Handzeichen, wenn Sie dem federführenden Ausschussbericht in Punkt 4 die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 34 Ja-Stimmen, 33 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt. Ich rufe den Punkt 5 des federführenden Ausschussberichts und Antrags auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dem ist bei 37 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt worden. Ich rufe den Punkt 6 auf und bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 33 Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Ich rufe Punkt 7 auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung?
Dieser Punkt hat bei 37 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Und ich rufe schließlich den Punkt 8 auf und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Punkt ist bei 66 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung einstimmig so bestätigt. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 8.4 absolviert.